Willkommen zurück zu The Sinking City. Da sind wir wieder und es geht weiter. Und ich muss tatsächlich dieses Mal selber erstmal gucken, wo es weitergeht, weil beim letzten Mal ist so viel passiert. Deshalb müssen wir hier mal eben kurz reinschauen. Brutus Carpenters Versteck. Wir sind ja dem Schmugglerring auf die Schliche gekommen. Was heißt auf die Schliche gekommen? Wir haben sie zum ersten Mal getroffen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der das Oberhaupt da hieß. Ich habe nämlich mal wieder einen Tag nicht gespielt und man ist sofort raus. Aber es geht ja zum Glück schnell. Man kommt ja gut wieder rein. Also Brutus Carpenter, wir müssen, nämlich nebenbei gesagt, für dieses Oberhaupt jetzt noch den einen oder anderen Auftrag wahrscheinlich erledigen, um dann den Fred, hieß er glaube ich, genau, Fred, die Möglichkeit zu geben, Oakman zu verlassen. Und dafür würde er uns den Aufenthaltsort von Professor Doe verraten. Soweit, so gut. An der Stelle natürlich wie immer vielen Dank an alle, die immer noch dabei sind. Ich freue mich über jeden Like, über jeden Daumen und versuche ja auch immer alles zu beantworten. Und ihr wisst, das hilft mir mehr als eine Spende oder so. Also von daher schön weiter liken und kommentieren. Übrigens, wir haben auch noch ein Gedankenspiel offen. Das habe ich eben, als ich kurz vorher schon mal reingeguckt habe, gesehen. Das schauen wir uns gleich an. Also, das hier können wir vielleicht schon mal markieren. Nutzt ein Haus in der Carnshaw Street. Warte mal. Genau. Zwischen der Seven Oak Street im westlichen Teil von Salvation Harbor. Gucken wir mal eben. Westlicher Teil. Da ist die Seven Oaks. Oder sind wir da sogar gerade? Kann das sein? Zwischen der Seven Oak Street und der Skipper Road. Seven Oaks. Das ist die Carnshaw Street. Und wo ist denn die Skipper? Da. Ja, da waren wir schon. Genau, Brutus Carpenter jetzt, ja, macht wieder Sinn, der alte Mann wieder, ja, ja. So, vor einer Woche wachte Brutus Carpenter im Krematorium des Friedhofs an der Ecke Wayne Road und Phillip Street im südlichen Teil des Bezirks Reed Heights auf. Er war nackt und mit einem widerlichen Schleim bedeckt. An seinem Zeh hing ein Zettel wie bei einer Leiche. Brutus Carpenter sollte bei lebendigem Leibe eingeäschert werden, konnte aber entkommen. Brutus Carpenter glaubt, dass ihn jemand aus dem Weg räumen wollte, um seinen Platz einzunehmen. Es muss eine Person gewesen sein, die ihm nahe steht. Anna vielleicht? Er kann sich nicht mehr an viel erinnern, aber vermutet, dass das Tagebuch im Tresor seines Zimmers Aufschluss darüber geben könnte. Wer der Schuldige ist? Ich muss unbemerkt in das Haus der Carpenters gelangen. Das Anwesen befindet sich in der Goldbridge Road zwischen der Century Avenue und der Hillside Street im Bezirk Old Grove. Okay. Und warum haben wir hier bei lebendigem genau... Ah, da können wir auch noch mal gucken, in Reed Heights. Alter, das wird jetzt... Das wird echt mal interessant. Jack White, okay. Gedankenspiel. Ein Mann im Rollstuhl ließ den Kurier wegen seines Verrats Leben verbrennen, um ein Exempel zu statuieren. Das haben wir ja gesehen. Und im Angesicht des Todes vollzog Brutus Carpenter eine Wandlung. Ihm wurde klar, dass Gewalt nicht immer die Lösung ist. Passt zusammen. Jetzt müssen wir entscheiden. Brutus wird sich nie ändern. Sobald Brutus wieder die Geschicke seiner Familie lenkt, wird er so weitermachen wie bisher und wieder morden. Oder Brutus Carpenter hatte den Mord vor Augen und wurde dadurch milder. Er versteht nun, wie wertvoll das Leben ist. Ich denke ja, dass der Typ wahrscheinlich seinen Mörder auch killen wird, ne? Ach, ich entscheide mich immer falsch. Okay, wir glauben einmal mal wieder an das Gute im Menschen. Er verdient eine zweite Chance und dann müssen wir jetzt mal eben die Orte finden. Reed Heights. Und zwar, warte mal, vor einer Woche im südlichen Teil Reed Heights, Ecke Wayne Road und Phillip Street. Da ist Reed Heights. Wayne Road und Phillip Street. Wayne Road und Phillip Street. In der Ecke, mitten im Wasser. Eieiei. Ja, könnte aber hinkommen. Haben wir das schon mal markiert. Und dann brauchen wir jetzt noch in Old Grove, südlicher Teil, Century Avenue und Hillside Street. Old Grove, südlicher Teil, Hillside Street. Und was war das andere noch? Habe ich jetzt natürlich vergessen.
verdammt. Hillside Street befindet sich in der Goldbridge Road zwischen der Century Avenue und der Hillside Street. Okay. Goldbridge Road zwischen der Goldbridge Road. Ach, ich bin in Coverside, ich Homge. Hillside Street. Goldbridge Road zwischen der Century Avenue und der Hillside Street müsste hier sein. So. An beiden Punkten haben wir Schnellreisepunkte. Ich würde fast sagen, wir gehen erstmal hier hin. Das war ja der Part hier, genau, ne, wo er nackt und mit einem widerlichen... Vielleicht sind wir dann ja auch nackt und mit widerlichem Schleim bedeckt, ne? Einfach mal ein bisschen sexy sein, einfach mal ein bisschen nackt und mit Schleim bedeckt in der Gegend rumoxidieren. Also, auf geht's. Ich bin gespannt. Also, ich muss sagen, am Ende der letzten Folge, wo wir da bei Brutus waren und diese ganze Story da erfahren haben, erst war es ja so ein bisschen ein Abfuck, dass man wieder einen Auftrag kriegt. Also, momentan stolpern wir ja von Auftrag zu Auftrag. Eigentlich nur, um an die Infos von für Fred zu kommen, also um den ausreisen lassen zu können, damit er uns die Infos dann gibt. Aber der Auftrag, den uns da der Schmugglerboss erteilt hat, der klang wirklich richtig interessant, finde ich. So, warte mal. Hier ist ein Friedhof. Das ist auch sehr spannend. Aber da kommen wir bestimmt storymäßig noch hin. Jetzt so ein bisschen gucken, eine weiter. Jetzt ist die Frage. Da wir hier irgendwie nirgends anlegen können, ich fahre noch mal ein bisschen hier. Ja, dann wird es wohl doch da vorne diese andere Anlegestelle sein. Oh, ich habe immer voll Schiss, dass sich das Boot irgendwie an solchen Stellen festpackt. Also gut, schauen wir uns hier mal um. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt gerade Sinn macht, sich hier umzuschauen. Wir könnten das Stück da natürlich schwimmen. Ein bisschen schwimmen kann er, ja. Aber für mich ist das hier einfach nicht mehr... Habe ich das überhaupt richtig? Warte mal. Ecke Wayne Road und Phillip Street. Ecke Wayne Road und Phillip Street. Da sind wir. Also höchstens dieses größere Haus hier. Das ist... Ach, das ist das Krematorium sogar. Hier sollten wir doch eh hin. Okay. Hier sollten wir eh hin. Nun gut. Aufbahrungshalle, Leichenhalle, Krematorium. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die oberen Stockwerke an. Komm schon, Kumpel. Scheiß drauf. Gehen wir bowlen. Okay. Da geht's nicht durch. Ins erste OG. Wir kommen gar nicht nach oben. Dann müssen wir erstmal nach unten. In die Leichenhalle. Was ist das denn? Okay, Krematoriumsliste. Letzte Woche. Dienst James Warren. Personenliste. 7 nicht identifizierte Leichen. Eingeäschert. Hass. Eingeäschert, Cole noch einzuäschern, Black noch einzuäschern, Jack White noch einzuäschern, eilt.
Diese Woche Dienst. Robert Taylor, James Warren hat sich letzte Woche krank gemeldet. Personenliste 16 nicht identifizierte Leichen. Eingeäschert. M. Jane. Jack White war doch... Warte. Ja, war er. Jetzt haben wir das hier, ein neues Gedankenspiel. James Warren hatte Dienst, als Brutus Carpenter im Krematorium aufwachte. Nach dem Vorfall meldete er sich krank. Oh krass, da scheint es noch weiter runter zu gehen. Mal eben kurz gucken, ob wir... Ah, wir sind so gut wie voll. Also das ist schon wieder gut atmosphärisch hier. Die Tür gibt nicht nach. Mitteilung an der Tür. Ich habe abgesperrt und bin heute früher gegangen. Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. PS, heute Morgen habe ich in der Nähe des Friedhofs Wildbeester gehört, also Vorsicht. Ach. Auf dem Tisch. Auf welchem Tisch? Ach da. Naja. Okay, dann gab es gar kein Obergeschoss, denke ich mal. Wir sind jetzt... Zwei Geschosse. Na, oben ist aber noch eine Tür gewesen. Was schleimt hier rum? Okay. Damit kann man eventuell dann gleich hochfahren. Oder? Weiß ich nicht. Okay. Wer auch immer das Schüreisen angefasst hat, muss voller Schleim gewesen sein. Was soll dieser Schleim? Dem geronnenen Blut und der Delle nach zu urteilen, wurde das Schaufelende als Waffe benutzt. Okay. Das hat dann vielleicht Brutus überm Kopf gezogen bekommen. Jemand hat versucht, den Fleck herauszuwaschen. Aber die Stelle ist immer noch schleimig. Ah, und stinkt. Okay, aber das bringt uns ja alles irgendwie auch nicht so richtig weiter. Igitt, das stinkt fürchterlich. Was ist das für ein Zeug? Jemand hat versucht, den Fleck herauszuwaschen. Aber die Stelle ist immer noch schleimig. Ah, und stinkt. Okay, ich habe bis jetzt aber irgendwie auch nichts finden können. Ah, was für ein Gestank. Oh, okay. Rekonstruieren wir. Hier sind welche. Über uns ist auch noch einer. Gut, gucken wir. Fangen wir mal hier ganz hinten an. Was bei allen Angels ist hier los? Wo bin ich? Kacke, jetzt habe ich einen verpasst. Hier gab es einen über dem Kopf. Hier ist er aufgewacht. Ach, ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Ah, nee. Ach, er hat dem anderen einen übergezogen. Okay. Und dann gab es hier oben noch... Hier, noch einer für dich. Verbrenn ihn so schnell wie möglich, es eilt. Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Okay, das war hier, die Eins. Noch einer für dich. Da wurde verbrenn er angeliefert. Ihn so schnell wie möglich, es eilt. Sollte so schnell wie möglich verbrannt werden. Dann wacht er... Hier auf. Was bei ein Angels ist hier los? Knüppelt dem einen über. Wo bin ich? Und haut ab. Ach, ich muss hier raus, bevor er wieder zu sich kommt. Brutus wurde von Leuten ins Krematorium gebracht, die eine Abmachung mit dem dortigen Arbeiter getroffen hatten. Brutus wachte auf, schlug den Arbeiter nieder und entkam. Jawohl. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Gucken wir mal rein.
Hier haben wir auf jeden Fall Brutus Carpenter wurde von Leuten ins Krematorium gebracht, die zuvor eine Vereinbarung mit einem der dortigen Arbeiter als Brutus, okay, das macht alles Sinn. Und das ist das. So. Das war der Dienstplan. Brutus Carpenter schlug den Arbeiter im Krematorium nieder, um zu fliehen. Deshalb hat der sich auch krank gemeldet. Ich muss mit James Warren reden, dem Mann, der Dienst hatte, als Brutus Carpenter im Krematorium sein Bewusstsein wiedererlangt. Er hat eine Kopfverletzung erlitten und muss dringend medizinisch behandelt werden. Das heißt, wir gehen mal wieder im Krankenhaus recherchieren. Macht am meisten Sinn. So. Und durch die Tür hier kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht. Nee. Okay. Das ging dann doch einfacher, als ich dachte. Also brauchen wir nur wieder ein kleines Boot. Da haben wir es. Wofür bist du denn? Okay, das haben wir also schon mal. Die können wir schon mal wieder löschen, die Markierung. Und dann gab es ja noch hier. Doppelgänger in Brutus Carpenters Haus. Das gucken wir uns auch noch mal eben an, bevor wir dann ins Krankenhaus zum Recherchieren gehen. Hui! Nein! Oh Gott! Da guckt man einmal nicht richtig hin und kentert. Da habe ich so jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass man sich irgendwann mal hier festpackt, aber nicht, dass man aus dem Boot fällt. Lustig. So. Ab geht die Post. Okay. Rüber nach Old Grove. Da sind wir dann auch schon direkt um eine Ecke quasi. Ich bin gespannt. Also ich finde tatsächlich diesen Fall hier gerade äußerst interessant. Wobei ich auch schon gespannt bin, ob der gute Fred dann tatsächlich ein Ticket raus aus ich hab gerade einen Hänger, aus Oakmont bekommt. Kann ich mir nämlich irgendwie nicht vorstellen. Aber ich glaube, man entscheidet hier auch so ein bisschen das Carpenter anwesen. Man entscheidet hier so ein bisschen zwischen Pest und Cholera. Ich glaube, so eine wirklich gute Entscheidung gibt es hier eigentlich nie. Eben kurz so gucken. Okay. Hey, Sie! Lungern Sie hier nicht herum. Nur Arbeiter haben Zutritt zum Grundstück. Sie geben kostenlose Vorräte aus? Ganz schön großzügig. Mr. Carpenter ist ein Stützpfeiler der Gemeinde und spendet selbstlos die Hälfte unserer Vorräte an die notleidende Bevölkerung von Oakmont. Ich brauche Vorräte. Können Sie vielleicht etwas erübrigen? Ja, etwas Medizin. Danke. Keine Ursache. Ich suche Arbeit. Man sagte mir, Sie hätten vielleicht etwas. Sicher. Im Keller des Hauses steht ein Sack Kartoffeln. Bringen Sie ihn her, okay? Okay. Alles klar. Ich wollte gerade schon sagen, wenn der mir jetzt auch noch irgendeinen Auftrag gibt, dann wird es langsam ein bisschen deppert, aber okay. So geht das natürlich und jetzt können wir uns hier ein bisschen umsehen. Zur Not hätte es auch noch einen Hintereingang gegeben. Aber dann dürfen wir jetzt offiziell hier drin ein bisschen rumpimmeln. Ist ja auch nicht so schlecht. Keller nehmen wir übrigens ganz zum Schluss. Oh. Vielleicht doch jetzt. Mal nebenbei wieder viel bauen wie geht. Oh, Gedankenspiel. Carpenters verteilen seit kurzem Vorräte an die Bedürftigen. Mhm. Ganz nach oben kommen wir nicht. Da ist der Sack Kartoffeln. Also, wo sind die Kartoffeln?
Okay, gucken wir gleich weiter. Ich war hier noch nicht fertig mit dem Looten und ich würde eigentlich gerne auch noch ein Stockwerk tiefer gehen. Ja, immer schön bauen. Das ist irgendwie kurios, aber es sieht nicht so aus, als ob wir da jetzt schon durch könnten. Okay, dann gehen wir den Kartoffeln mal nach. Da rein. Da ist noch einer. Versuch's einfach mal. Ja, klar, dass die hier rübergehen. Oh mein Gott! Okay, Moment. Nicht so schnell! Oh Gott! Da geht mein Handy an. Ja, bin völlig verrückt. So. Aha. Wer sind Sie denn? Bitte, guter Mann, nehmen Sie mir nicht mein Essen weg. Ihr Essen? Das ist Diebesgut. Dieser Sack war für die Hungernden gedacht. Wir sind Hungernde, Mister. Ich und meine Familie muss 5 Kinder durchbringen und hab nichts zu essen für Sie. Ohne den Sack verhungern wir. Geben Sie sich einen Ruck. Keine Sorge, ich verstehe Sie. Behalten Sie den Sack erstmal. Ich versuche, eine Lösung zu finden, okay? Oh, danke, Mister. Kauil segne Sie. Sie retten uns das Leben. Aber rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich bin bald zurück. Ich bete zu Kauil, dass er mir noch einen weiteren Tag gibt. Ach, Kacke, ich weiß schon wieder nicht, was ich machen soll. Ach, Mann. Auf jeden Fall müssen wir wahrscheinlich nochmal zu dem am vorderen Tor und dem jetzt irgendwas erzählen. Ich würde den Mann gerne mit den Kartoffeln entkommen lassen. Kann man nicht die beiden Typen da auf der Treppe einfach umballern? Es gibt da... Was für ein Problem. Einer ihrer Arbeiter hat den Sack gestohlen. Ich habe ihn erwischt und er wird nirgendwo hingehen, bis entschieden ist, was mit ihm geschieht. Verfluchte Diebe! Das Meer soll sie holen. Ihren Boss wird das sicherlich interessieren. Aber wie ich sehe, haben sie viel zu tun. Wie wäre es, wenn ich es ihm sage? Ich werde hier in der Tat gebraucht. Vera, das ist doch schon mal gut. Gehen Sie zu Mr. Graham Carpenter und melden Sie den Vorfall. Er ist oben. So, ihr Gorillas. Sehen aber recht normal aus. Können wir uns hier jetzt auch noch mal eben umgucken. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Aha. Tja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Mit dem reden wir ganz zum Schluss. Auch wenn es gerade schon wieder ein bisschen lächerlich ist, dass jetzt, wo wir hier durch können, keiner auf uns reagiert. Mitteilung an Brutus' Zimmertür. Papa Brut darf nicht den Schlüssel zum Zimmer bekommen. Er hat ihn schon 2-mal irgendwo verlegt.
Easy. So. Bevor wir irgendwas anderes machen, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich mal in-game speichere, weil ich mir gerade ein bisschen unsicher bin. Hier steht auch noch einer. Okay, wir gucken uns erstmal um und dann reden wir mit den Leuten. Die Flasche ist seit Jahren leer. Da glaubt wohl jemand, eine Flasche kann einem ewiges Leben bescheren. Okay. Affenliebe! Ah. Waren Sie nicht derjenige, der Robert einen Affenliebhaber genannt hat, Brutus? Sehr interessant. So, jetzt ist eigentlich egal, mit wem wir zuerst reden. Ich nehme mal ihn hier, oder? Brutus Carpenter, nehme ich an. Ja, das ist richtig. Haben Sie etwas zu essen gebracht? Ich bin sehr hungrig. Nein, tut mir leid. Ach, dann gehen Sie. Wiedersehen. Kurios, tatsächlich ein Doppelgänger. Wen haben wir hier? Mr. Carpenter? Ja. Graham Carpenter, was kann ich für Sie tun? Einer Ihrer Arbeiter hat gestohlen. Und zwar einen Sack Kartoffeln. Oh, ich hoffe, meine Männer haben die Sache nicht selbst in die Hand genommen. Noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem ohne Gewalt zu lösen? Die Familie des Mannes leidet Hunger. Ich werde niemanden bestrafen, der nur versucht, seine Familie durchzubringen. Warum hat er mich nicht einfach um mehr Essen gebeten? Sagen Sie ihm, er kann das Diebesgut behalten. Und falls er mehr braucht, soll er wiederkommen. Vielleicht braucht er ja auch Medizin. Können Sie ihm das hier geben? Viel ist es nicht, aber besser als nichts. Darf ich fragen, warum Sie plötzlich so großzügig sind? Warum verteilen Sie kostenlos Vorräte? Ich will den anderen einflussreichen Familien in Oakmont mit gutem Beispiel vorangehen. Gemeinsam könnten wir die Stadt zu einem besseren Ort machen. Zumal die Menschen nach der Sache mit dem vergifteten Fisch nichts mehr zu essen hatten. Ich musste zur Tat schreiten, um eine Hungersnot zu vermeiden. Danke. Die Maske. Warum tragen Sie sie? Eine Kriegsverletzung. Verzeihen Sie, aber ich möchte nicht darüber reden. Ich dachte, Brutus sei der Kopf der Familie Carpenter. Hat sich das etwa geändert? Nee, ganz und gar nicht. Mein Vater hat immer noch das Sagen. Ich habe lediglich einige seiner Pflichten übernommen. Er ist nicht mehr der Jüngste und braucht mehr Ruhe. Auf Wiedersehen. Das ist ja mehr als skurril. Irgendwie, weiß ich auch nicht, ich glaube dem auch nicht wirklich, dass diese Maske da tatsächlich wegen einer Kriegsverletzung getragen wird. Ist immer noch weiß. Wir haben hier immer noch irgendwas Entscheidendes nicht gefunden. Vielleicht Gedankenspiele. Die Carpenters, ne? Und das hatten wir schon. Und Graham Carpenter sagt, er wolle seine Familie ändern und die Stadt zu einem besseren Ort machen. Graham ist mutig genug, um mit den Familientraditionen zu brechen. Er will die Dinge wirklich zum Besseren wenden. Ich finde Brutus... Ich weiß es nicht. Ey, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Da ist noch was. Brutus Carpenters Tagebuch. Die Sache hat eine unerwartete Wendung genommen. Ich stehe kurz vor einer umfassenden Verjüngung. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Glaubensgemeinschaft dieser alten Kirche noch gibt. Und schon gar nicht, dass sie mir helfen kann. Vielleicht täuscht dieser Hohepriester seine Abneigung gegenüber den Machenschaften meiner Familie nur vor. Oder er versteht endlich, warum ich meinen Verfall aufhalten muss. Und dazu muss ich ihn nur noch treffen. Die Kosten spielen keine Rolle, zumal ich in Oakmont der Einzige bin, der ein ewiges Leben verdient. Morgen ist es soweit. Die Stadt wird einen neuen, jungen Brutus Carpenter zu Gesicht bekommen. Oder ist das da hinten? Aber nee, der Brutus von der Schmugglerbande, der hat ja auch seinen Sohn erwähnt. Noch mehr Gedankenspiele. Brutus traf Priester in einer alten... Brutus wollte vor seinem den Hohepriester einer sehr alten Kirche treffen. Okay. Dann würde ich sagen, bleibt uns jetzt eigentlich nur noch das Krankenhaus
Aber vorher, warte mal. Vorher gehen wir nochmal zu dem anderen Typen zurück. Ich will dem aber ungern diese Medizin geben. Das ist doch nicht ganz koscher, oder? Das war schon etwas seltsam. Los, komm. Hallo. Da bin ich wieder. Sie können aufatmen. Sie dürfen den Sack mitnehmen. Kauil segne Sie, Sir. Dank Ihnen haben meine Kleinen heute was zu beißen. Hören Sie, ich habe Carpenter Ihre Lage erläutert. Sie sollen vorbeikommen, wenn Sie wieder etwas brauchen. Er wird sich um Ihre Familie kümmern. Echt? Wusste nicht, dass Mr. Carpenter so großzügig ist. Der kümmert sich so auf andere Art. So kenne ich die Familie gar nicht. Danke nochmal, mein Freund. Sie meinten, die Carpenters hätten sich geändert. Wie waren sie denn früher? Nun ja. Hey, Sie können offen mit mir reden. Keine Sorge. Es bleibt unter uns. Früher waren sie böse. Sehr böse. Verbrecher und Mörder waren das. Angeblich hat Brutus, das Familienoberhaupt, mehrere Frauen missbraucht und ist ungeschoren davongekommen. Furchtbar. Man bezeichnet sie als große Familie und in Oakmont haben sie das Sagen, zusammen mit den Throgmortons und Blackwoods. Vor denen müssen sie auf der Hut sein. Hey, hören Sie. Ich habe eine Überraschung für Sie. Eine Überraschung? Was denn? Ich gebe die Medizin nicht. Mr. Carpenter bat mich, Ihnen alles Gute zu wünschen. Oh, danke. Das wäre, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Kacke, Alter. Ich bin mir echt sehr unsicher, ob wir ihm eine zweite Chance geben oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe halt Schiss, dass wenn wir uns gegen Brutus stellen, dass wir dann Graham durchkommen lassen. Und das gefällt mir auch nicht. Eigentlich muss man beiden das Handwerk legen. Ach, das ist schon wieder alles gar nicht mal so einfach. Also gehen wir erstmal ein bisschen im Krankenhaus recherchieren. Das ist echt schwierig hier mit diesen Entscheidungen, die man treffen muss. So, wir müssen mal laufen. Alles klar, da lang. Eieiei. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. Der gute alte Dr. Grant. So, wo haben wir es denn? Da. Ich muss mit James Warren reden. Also, Bezirk. Bezirk? Wo kam der denn jetzt nochmal her? Reed Heights, ne? Abteilung. Behandlung. Patient. Ah nee, das war gar nicht Reed Heights. Warte mal, oder? War das Salvation Harbor? Ich muss mal eben selber wieder gucken. Wo waren wir denn da gewesen? Doch, das war Reed Heights. Reed Heights. Also, Bezirk. Reed Heights. Genesung vielleicht. Patient. Das ist echt schwierig dieses Mal. Er hat eine und muss dringend medizinisch behandelt werden. Behandlung also. Als Brutus Carpenter im Krematorium nach der Flut. Irgendwas, was... Ey, das ist ja jetzt krass. Warte mal.
Jetzt müssen wir tatsächlich mal eben hier die Akten durchforsten. Ich muss mit James Warren reden, der Mann, der Dienst hatte als Brutus Carpenter im Krematorium. Er hat eine Kopfverletzung und muss dringend medizinisch behandelt werden. Jetzt wäre natürlich gut zu wissen, James Warren. Also, vielleicht ist es sogar Personal. Und das ist definitiv behandelt. Oder? Abteilung Leichenhalle? Nee. Behandlung. Nee. Genesung. Irrenanstalt. Ich komme nicht drauf. Krass. James Warren. Man müsste wissen, wo der herkommt. Vielleicht muss ich doch den Bezirk weglassen. Nach der Flut. Patient. Oh, war das... Das war kompliziert. Männlich, 35, Einheimischer, Arbeitsplatz, Krematorium, Diagnose Schädel-Hirntrauma, Behandlung stationär im ersten Stock des St. Mary's Krankenhaus in Oakmont. Bettruhe empfohlen. Wow. Erster Stock. Der hält sich die Birne. Sie sind James Warren, richtig? Ja. Was wollen Sie? Ich bin krank. Sehen Sie das nicht? Vor einer Woche wurde ein bewusstloser Mann ins Krematorium gebracht. Ich will wissen, von wem. Warum denken Sie, dass ich das weiß? Sie wurden an dem Tag verletzt und deswegen sind Sie im Krankenhaus. Der Mann, den Sie verbrennen sollten, hat Sie niedergeschlagen und ist geflohen. Blödsinn! Ich habe mir den Kopf angehauen, bin die Treppe runtergefallen. Sie sollten einen Mann einäschern, der als Jack White aufgeführt wird. Er konnte fliehen und will jetzt wissen, was hier vor sich geht. Also raus mit der Sprache. Wer hat Sie dafür bezahlt, einen Menschen bei lebendigem Leibe zu verbrennen? Woher wissen Sie von White? Ich habe mit ihm geredet. Ich brauche Namen, Warren. Ich kann nicht. Wenn ich was sage, bin ich erledigt. Das sind Sie auch, wenn die Kerle erfahren, dass Jack White noch am Leben ist. Und dafür kann ich sorgen. Nein, bitte nicht. Hab sie nicht nach ihrem Namen gefragt. Ich weiß nur, dass sie Priester sind, aber sicher nicht aus der St. Michaeliskirche. Haben was von einem Herrn der Wälder oder so gefaselt. Vielleicht sind sie aus einer alten Kirche in Oakmont? Mehr weiß ich nicht, ich schwör's. Wo ist diese Kirche? Weiß ich nicht. Von manchen Dingen dieser Borg hält man sich besser fern. Das war zwar nicht viel, aber trotzdem danke. War doch gar nicht so schwer, oder? Sie haben bekommen, was sie wollten, und jetzt lassen sie mich in Ruhe. Wiedersehen. Okay, interessant. Kirchengänger, die wollten Brutus einäschern. Die Leute, die Brutus ins Krematorium brachten, folgen einer Oakmonter Kirche. Sie erwähnten einen Herrn der Wälder. Alle Spuren deuten auf eine alte Oakmonter Kirche hin, die den Herrn der Wälder verehrt. Vielleicht geben Geschichtsbücher Aufschluss darüber, um welche Kirche es sich handelt. Also bedeutet das, wir dürfen mal wieder ein wenig weiter recherchieren, aber nicht im Krankenhaus. Das hört sich für mich wieder eher nach einer Stadthalle oder so an. Ne? Also eher entweder Bibliothek oder Rathaus, genau. Aber, meine Damen und Herren, nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt The Stinking Sinking City. Bis dahin hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal natürlich wieder reinschaltet. Ne? Vielen Dank an alle, die immer noch dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.